Wisst ihr, was richtig gut ist? Wenn der Lucifer ein japanisches Spiel spielt, aber kein Wort Japanisch kann. Zumindest kein Japanisch lesen. Ja gut, ist egal. Ich möchte dieses Video als eine Art Preview, kann man sagen, nutzen. Je nachdem. Wir zocken Ys Monstrum Nox. Den 9. Teil, den neuesten Teil der Reihe. Welcher hierzulande leider noch nicht erschienen ist, sondern erst im... Also voraussichtlich wird er im Februar nächsten Jahres in Nordamerika released. Dann ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Lokalisierung, bis es dann bei uns in Europa erscheint. Doch in Japan gibt es das Spiel schon seit letztem Jahr. Und ich möchte diese Folge nutzen, um ein neues Spiel zu starten. Auf normal. Wir möchten ein bisschen in die Welt von dem neuesten Ys stöbern. Ja, okay, alles klar. Man kann wohl irgendwelche Spieldaten vielleicht aus dem Vorgänger übernehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gedrückt habe. Es wird lustig, liebe Freunde, es wird lustig. Wir werden definitiv Spaß haben, uns durch dieses Spiel zu... Genau, richtig. Vielleicht gibt es den einen oder anderen in meiner Zuschauerschaft, welcher sich überhaupt etwas anguckt noch von mir, der eventuell ein bisschen japanisch lesen kann. Ich kann es nicht. Deswegen müssen wir auch nicht wirklich auf irgendeine Story achten oder sonst irgendwas, weil ich habe keine Ahnung, was hier erzählt wird. Doch Monstrum Nox ist düsterer, brutaler und erwachsener wie die alten Teile? Ah, den kennen wir doch, den Kollegen. Eidol ist wieder back. Natürlich ist er back, weil Ys. Alles klar. Okay. Yeah, er scheint auf der Flucht zu sein oder so. Hey, und wir spielen auch schon direkt unseren charismatischen. Schaut ihn euch an, liebe Freunde. Eidol ist back. Er ist erwachsener, er ist männlicher, er ist rothaariger wie vorher. Okay. Ja, ich denke, wir werden uns irgendwie hier durchwurschteln. Was, um Gottes Willen, was ich vielleicht... Ich hab's mal kurzzeitig angespielt, tatsächlich. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist mir... Nein, ich möchte nicht laden. Danke. Die Steuerung ein bisschen zu Gemüte führen. Okay, wir springen mit Kreis, mit X, keine Ahnung. Ausweichrolle mit R, nope, das möchte ich nicht. Das ist dann L1. Moment, das ist beides L1. Was ist das andere L1, bitte? Okay, ich denke, wir werden mal das hier auf... Das hier setzen? Ich weiß es nicht. Wir werden mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall mit... Ah, ich möchte die Steuerung doch gerne ganz beibehalten, wie im Originalspiel. Ja, es geht relativ unspektakulär los, wie man sieht. Ach, Rennen ist das. Okay, Moment. Dann muss ich vielleicht das auf R1 wieder... L1 zurückstellen. Und das, ja, keine Ahnung, lasse ich mal so, wie es war. Vielleicht so, eventuell. Rolle. Rennen. Rolle. Okay. Ja, man kann sich dieses Spiel, wenn man möchte, im japanischen App Store runter... App Store, sag ich schon. Im PlayStation Store runterladen und... Man hat allerdings mit einigen Slowdowns zu kämpfen, wie mir aufgefallen ist. Doch was ist hier Sache? Warum ist Eidol hier? Schauen wir mal. Ansonsten gibt's, glaube ich, nicht wirklich irgendwo gut das Journal. Das, ja, wir werden uns irgendwie, glaube ich, hier durchboxen können. Okay, das ist Menü. Das ist Schnellspeichern. Das ist Map. Oh, das scheint ein etwas größeres Gebäude zu sein. Okay, ja, schauen wir mal, ob wir es irgendwie hinbekommen. Ja, wir müssen wohl zum Zielmarker. Das hätte ich mir jetzt auch nicht anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber was ist hier los? Was ist hier los? Wo sind wir?
Oh. Oh, das scheint eine Art Gefängnis zu sein. Sorry, Leute, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich verstehe euch nicht. Nichts verstehen hier. Yeah. Ist hier irgendwo eine Lady dabei? No. Keine Lady eingesperrt. Scheint ein Männerknast zu sein, wie es aussieht. Okay. Alles gut, kriegen wir hin. Boah, ansonsten gibt es ja eigentlich nicht wirklich viel zum Erleben, ne? Was ist hier? Scheint verschlossen zu sein. Das kann ich lesen, glaube ich. Wie es aussieht. Haben wir hier irgendwas? Nope, okay. Nun denn, so sei es. Lasst uns mal weiter voranschreiten. Oh, eine Falltür. Ja, genau, das sehe ich auch immer so. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es richtig ist, was ich hier gedrückt habe. Hey, da oben liegt ein Schwert. Hey, da liegen mehrere Schwerter. Oder Sandire Nandina. Oder whatever. Wie gesagt, ich bin total überfordert, was Japanisch angeht. Ist ja aber auch eigentlich nicht schlimm, glaube ich. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich ein kleines Tutorial zum Journal bekommen, nehme ich an. Ja, okay, aha, ja, das ist klar. Items! Yeah. Okay, alles Gläschen. Im Bärchen. Was haben wir hier Schönes? Eine garstige Schatzkammer. Das könnte auch ein altes Labor sein. Oh, eine Schatzkiste. Nice! Habt ihr verstanden, was ich bekommen habe? Nein, ich auch nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Schwert bekommen und wir sehen, es ist stärker wie 9. Also von dem her, seht ihr, wir kriegen das alles hin. So, jetzt muss ich gucken, wie man angreift. Jawohl, wir greifen auf X an. Sehr schön. Kann ich irgendwas zerdeppern? Nope. Damn it. Ah. Da steht wahrscheinlich Durchgang verboten. Biester. Nackte Biester. Eventuell. Hi. Ist das der Anhänger, den er damals von Quina bekommen hat? Eventuell. Beim Vorgänger. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, wir werden einfach mal draufklatschen hier. Okay. Gar nicht so schwer hier. Wer braucht schon englische oder deutsche Bildschirmtexte? Ich bitte euch. Okay, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Hi, hey. Gut, skilltechnisch bin ich noch nicht wirklich. Was kann ich mit Dreieck machen eventuell? Vielleicht ein bisschen anvisieren oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Who's there? Hi! Du siehst nicht sehr netter Ausschnitt. Echt? Doppel D, das ist nicht schlecht. Anscheinend habe ich nicht die richtige Antwort gewählt, wie es aussieht. What the? Was zur Hölle passiert hier? Ja, das fragt sich der gute Adol wahrscheinlich auch. Was zur Hölle passiert hier? Antworte mir, Bitch! Sind wir gestorben? What the hell had happened to me? Scheiße, Alter, es war eine Style Bullet. Ich hab Style bekommen. Meine Güte. Ja, ich sehe gut aus. Danke. Echt jetzt? Nee. Jetzt hör aber auf. Okay, ja. Ich habe das Spiel tatsächlich bis zu diesem Punkt gespielt, weil ich einfach sehen wollte, wie es aussieht. Was bist du für eine mysteriöse Person? Was möchtest du von mir? Sie möchte ein Date, wie es aussieht. Ja, natürlich. Du hast schöne blaue Augen. Oh ja.
Und so weiße Zähne. What the hell just happened? Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, eventuell. Holy moly! Schaut mich an! Ich bin der neue Adol. Nice, er sieht, erwachsen aus. Oh, wir haben einen Skill erlernt. Ja, schön. Das bekomme ich hin. Holy moly, seht mich an. Ich glaube, das Spiel hat einen etwas düsteren Touch. Es würde mich zumindest freuen, wenn es so wäre. Wow, wir sehen echt schnieke aus, muss ich sagen. Also, ich weiß zwar nicht, was gerade passiert ist, aber es wird gut sein, denke ich. Was haben wir hier oben? Was können wir hier tun? Was war's? Er? Oh, holy. Holy shit. Okay, wir haben irgendwelche Teleportationsfähigkeiten uns angeeignet, wie es aussieht. Nice. Scheiße, Alter. Adol ist cool geworden. Okay. Ja. Kleines Skill-Tutorial. Naja. Hi. So, jetzt was kann ich mit... Ach so, wir können mit Viereck quasi anvisieren. So, jetzt machen wir ein bisschen... Wow. Okay. Wir haben Skills erlernt. Das ist schön. Das macht doch gleich schon mal ordentlich mehr Spaß. Hey, Ratti. Was geht? Weg mit dir. Okay, ihr Typen, ihr seid mir ein bisschen zu nervig. Deswegen würde ich gerne auch treffen, wenn ich anvisiere. Kann ich hier was zerstören? Nope. Okay. Ah, wir können uns da hinten entlang schlurpen. Das ist nice. Das ist so ein Treasure Chest. Okay. Ich habe irgendwas dreimal bekommen. Potenzmittel vielleicht? Haarfärbemittel? Lasst uns nachsehen. Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist halt 100 unserer HP. Von dem her nehme ich das schon mal dankend an. Gibt es hier sonst noch irgendwas für mich, oder? Nope, okay. Okay, ja, man fragt sich vielleicht, warum ich jetzt dieses Let's Play mache. Wahrscheinlich nicht, aber ich, erkläre es trotzdem. Weil ich es einfach spielen wollte. Ich wollte einfach sehen, okay, wie ist der neueste Ableger der Isreihe? Was kann er, inwiefern ist er mit den anderen verwandt? Was für nette Features gibt es hier und was wollt ihr von mir? Warum ist Adol auf einmal so cool geworden, Alter? Ah, wir können Double Jump. Ja, sauber. Ha. Was kommt davon, wenn man die obere Hälfte der Gitter einfach offen lässt? What's that? Sieht aus wie ein Speicherpunkt, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, das ist ein Speicherpunkt. Und wahrscheinlich auch ein Rücksetzpunkt, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Den Dildo-Raum. Da dürfen wir nicht rein. Okay. Nun denn, so lasset uns mal hier lang gehen, glaube ich. Hi! Scheiße, bist du hässlich. Guck mich an. Wie wunderschön ich geworden bin. Und wir haben wohl Boss-Time. Und die Mare Tudo möchte uns ans Leder. Und wir haben wieder die berühmt-berüchtigte Flash-Time. Wenn wir dem Gegner in genau dem gleichen Moment ausweichen. Super. Es spielt sich ja doch wie der Rest, glaube ich. Also von dem her sehe ich gar keine Probleme. Und ja, wenn man was nicht versteht, dann versteht man es halt nicht. Aber die Isreihe ist ja jetzt nicht unbedingt für... What? Okay, ich kann irgendwas... Was kann ich tun? Keine Ahnung, was ich tun kann. Was wollt ihr von mir? Ach so. Oh, ich kann mich an den Gegner ranziehen. Das ist so nice. Na dann klatschen wir mal drauf, als ob es keinen Morgen mehr gibt hier. Kann ich dem immer so eine Kopfnuss verpassen, oder? Nope. Wahrscheinlich.
Anscheinend müssen wir den Gegner dazu wieder breaken. Naja, besonders schwer ist er jetzt nicht unbedingt, wenn ich das mal so sagen darf. Denn außer rumgehopse hat er nicht wirklich was auf dem Kasten. Und er ist gebreakt, nice. Und so, da ist man richtig draufgeklotzt hier. Ich kann vielleicht schon mal ein bisschen was zur Story erzählen, so wie ich mich etwas reingelesen habe in das Ganze. Es geht darum, Adol und natürlich sein nice guter Freund Dogi sind in die Stadt Balkür, ich weiß es nicht, eingereist, wohl nachdem sie aus der oder von der Insel der Sirenen entkommen sind. Und der gute Adol wurde verhaftet. Das ist eigentlich alles. Die mysteriöse Gestalt, die uns quasi mit der Style Bullet angeschossen hat, hat uns wohl, wie es aussieht, in einen sogenannten Exorzisten verwandelt. Oder uns die Kraft gegeben, als Exorzist zu hantieren. Ja, ja, das sage ich auch immer. Ich bin verhaftet, weil sexy. Deswegen sehen wir so monströs aus. Und wir sterben den Heldentod, wie es aussieht. Nice. Auf jeden Fall. Na, definitiv würde ich das sagen. Habt ihr jemals davon geträumt, jemand anders zu sein? Immer! Das wissen wir nicht, ob es Traum oder Realität ist. Es könnte beides sein, eventuell. Baldjuk, sowas. Ja, und wir sind quasi verhaftet worden in Baldjuk und ja, wie gesagt, weil sexy. Und sind dann eben hier im Gefängnis gelandet. Aber was dann kommt, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe tatsächlich auch noch kein Gefängnis mit dem Namen Wiege. Okay. Ja. Ich habe auch noch keine Walkthroughs oder Let's Plays von amerikanischen Kollegen oder so gesehen, weil ich mir einfach gedacht habe, nö, ich lasse es mal auf mich zukommen. Und da habe ich gedacht, das ist ja in der Hinsicht einzigartig vielleicht. Kapitel 1, Monstrum in Baldjuk. Okay. Ja. Weil es sowas in der Form noch nie bei mir gab. Hey, Dogi! Ja, auf jeden Fall, Alter. Hey, warst du beim Friseur, oder was? Ja, definitiv, Mann. Ja, sexy Hintern, würde ich sagen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Echt? Ja, klar. Wie gesagt, ich verstehe kein Wort. Wahrscheinlich 90% oder 100% der Leute, die das sehen, auch nicht, aber egal. Aha. Yeah. Ja, auf jeden. Dogi, ich muss sagen, netter Haarschnitt. Bisschen out of date, aber was geht ab? Ja, ich wäre auch angepisst, wenn ich nicht ans in die Stadt darf. Wie hot? Kann ich mit dem Pferd sprechen? Nope, ich will nicht mit dir sprechen. Leck mich, ich will mit dem Pferd sprechen. Nein? Kann ich es besteigen? Auch nicht, schade. Hi! Du hast ein sexy Hintern, Mädchen. Ich nenne dich jetzt einfach mal Theresa. Oh ja, sieht gut aus. Was geht bei dir? Ja. Schöner Pferdeschenkel, okay. Du siehst wichtig aus, Mädchen. Ja, auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Okay, du hast ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Das heißt, du bist wahrscheinlich wichtig, nehme ich an. Wichtig und hässlich zugleich. Wir möchten in die Stadt. Wir möchten ein Bordell eröffnen. Das darf ich nicht. Warum? Es gibt schon 10 Bordelle. Ha, verrückt. Ich bin Stammgast dort, sagt er.
Nein, sagt er natürlich nicht, aber... ich meine, irgendwas muss ich mir einfallen lassen hier. Was? Ja, man hat herausgefunden, dass ich Zuhälter bin. Verdammt! Ist das etwa der Grund, warum wir ins Gefängnis geschmissen werden? Ich verdiene gut damit. Hat ihm wohl nicht gefallen, die Antwort. Doge, sag doch auch mal was. Du bist mein bester freier Menschenskinder. Sag mir was. Ja, seht euch den Blick an. Okay. Na, auf jeden. Ja, ich habe keine Ahnung, was du hier erzählst, aber es wird schon passen irgendwie. Hey. Da kommt der Oberzuhälter der Stadt, wie es aussieht. Er möchte nicht, dass wir in seinem Distrikt arbeiten. Er möchte nicht, dass wir seine Professionellen uns wegschnappen, wie es aussieht. Ehrlich, der Typ sieht nicht ganz geheuer aus, glaube ich. Und ich sehe schon, wir haben eine rote Fraktion und eine blaue Fraktion, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, in welcher Hinsicht das wichtig ist, aber okay. Na, definitiv, Mann. Jawohl, haben sie geschrien. Yeah! Ja, diese Slowdowns, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist vom Spiel oder... Hey, danke, dass du mir geholfen hast. Ey, bist du freier? Nein, schade. Ich und mein Kumpel, ihr wollt ein Bordell eröffnen in eurer Stadt. Wir haben nämlich einige hübsche Frauen auf der Insel der Sirenen kennengelernt. Das kam unerwartet. 30? 30 was? Er schuldet mir 30 Professionelle, wie es aussieht. Give it to me! Oh, es sind 85 geworden auf einmal. Damn it! Jahre vielleicht? Was haben wir verbrochen? Wir sind in die Stadt rein und wir sind, ja... im Gefängnis! Wie es aussieht. Interessant, interessant. Soweit habe ich, wie gesagt, bis jetzt noch nicht gespielt. Ich habe mich etwas eingelesen. Und wir sind tatsächlich im Knast. Das kommt irgendwie bekannt vor, glaube ich. Damn it, wo ist Doge? Ich möchte ein bisschen Spaß haben in der Zelle. Du siehst... 217, hä? Gefangener 217 vielleicht? Ah, ich verstehe. Natürlich. Na klar. What? Was du wollen? Was will der Typ von mir? Wo führt er mich hin? Warum? Im Inneren von Balduke Prison. What the fuck is happening? Ja, ja, es ist ein großes Gebäude, auf jeden Fall, ja. Mhm, ja, angsteinflößend, ja, definitiv. Bist du zufällig freier? Nein, okay. Warum? Warum nicht? Oh, ich darf mit den ganzen Knackis Mittag essen. Das kann interessant werden, glaube ich. Könnte. Ja, definitiv. Ich suche mir den besten Platz raus. Was gibt's Interessantes zum Essen? Ein Stück Brot und Suppe. Was? Hör auf, mich anzustressen. Such dir dein eigenes Essen, Digga. Ja! Das war ein merkwürdiger Schlag. Und die Brille ist auch sehr merkwürdig. Hey, lasst mich in Ruhe essen, ihr Lappen. Oh scheiße, ich habe eine Schlägerei angefangen, glaube ich. Ach, ist das lustig, wenn man überhaupt nichts versteht. Gefangene 163 und 212. Mhm. Ist das irgendwie wichtig vielleicht für mich? So ein bisschen? Der Typ hinten links. Der sieht auch, die sehen alle so aus, als ob sie direkt aus dem deutschen Kaiserreich entstammen werden. Ja, du hast Stress angefangen. Du wolltest das Essen von meinem Homie klauen. Ja, dafür gibt's
300 Peitschenhiebe. What? Gaff mich nicht so blöd von der Seite an, du. Ja, auf jeden. Wir klären das nachher, auf der Zelle. Es ist lustig, aber wir kriegen nicht mal Handschellen oder irgendwas an. Ich meine, wir sind anscheinend irgendeine Art Gefangener und ist wahrscheinlich kein Schwerkrimineller, aber... Wir dürfen einfach so herumlaufen. Ich meine, wir sind Adolf, verdammt! Wir können den Typen ganz einfach außer Gefecht setzen. Ja, definitiv. Ja. Ich kann mir ungefähr ausmalen, was diese Leute hier erzählen. Doch, wir werden an diesem Part, beziehungsweise an dieser Stelle, den Part beenden. Ich werde meine Videos zukünftig nur noch 20 bis 25 Minuten von der Länge her gestalten. Und dann werden wir mal sehen, was uns ab dem nächsten Part erwartet. Wie gesagt, es ist eine völlige Reise ins Ungewisse.